Wir begrüßen unsere Nummer 5, Nils! 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 Und die Nummer 18, der Wo! 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 Yeah! Nils, hallo, willkommen, hallo. Jonas, grüß dich. Ich komme in eure Mitte, Jakob fehlt heute. Wir haben ein Spiel zu besprechen, was zum Schluss dann noch eine tolle Wendung genommen hat. Gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung oder wird es jetzt total kompliziert? Nee, wir haben am Ende große Würfe reingemacht, die Sie wahrscheinlich am Anfang reingemacht haben. Und haben besser die Jungs an der Dreierlinie verteidigt. Also hat sich das Blatt einfach gewendet. War toll. Und die Körperspannung war im Laufe des Spiels dann auch eine ganz andere, oder? Ihr wirktet am Anfang schon so ein bisschen schlaff. Was ist passiert vor dem Spiel oder die letzten Tage? Die letzten Tage? Kein Kommentar. War so Training ganz furchtbar geknechtet worden oder so? Spürt man das dann? Ja, eventuell. Man weiß es nicht. Nein, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir haben in der Halbzeit dann auch uns zusammengerauft und haben gesagt, dass wir die Chance haben zu gewinnen. Und wir haben weiter gespielt und am Ende ist das rausgekommen, dass wir am Ende unsere Würfe getroffen haben und gute Defense gespielt haben. Und ich denke, wir haben verdient gewonnen. Waren die Würfe am Ende dann auch möglich, weil ihr Gran Canaria so ein bisschen mürbe gespielt hattet? Waren die am Anfang besser in der Verteidigung und es haben sich zum Schluss mehr Lücken für euch ergeben? Oder wart ihr einfach mutiger zum Schluss? Ja, wir waren so selbstsicher, wie man sein muss, um so ein Spiel dann zu drehen. Und vor allen Dingen die Presse, die sie am Anfang gespielt haben, war echt unangenehm. Wir haben da nicht die besten Lösungen rausgefunden. Über so ein ganzes Spiel ist es wirklich hart, so eine Presse durchzuziehen. Und ja, da haben sich größere Lücken für uns aufgetan. Wir haben den Ball auch ein bisschen mehr nach innen gebracht. Kicker hat ein richtig gutes Spiel gespielt. Also ganz großes Lob an ihn, der hat genial gespielt. Und ja, dadurch hat sich außen auch mehr geöffnet. Du hast auch genial gespielt. Wir haben noch deine Statistiken schon lobend hervorgehoben gerade eben. Im Ranking der zweitbeste Spieler heute auf dem Feld gewesen. Du liebst auch diese ganz entscheidenden Situationen. Wir haben vor einer Woche dich bewundert in Le Mans, wo du wirklich auf einmal die ganz entscheidenden Dinger getroffen hast. Du magst diese letzten Minuten besonders, oder? Ja, ein bisschen. Aber manche verlieren dann irgendwie so die Nerven. Ist das eine besondere Charakterstärke von dir, oder? Ach, das weiß ich nicht. Ich mag das Spiel einfach, wenn es so auf der Kippe steht, dann du kannst eigentlich nichts falsch machen. Also du musst nicht großartig überlegen, du nimmst einfach den Wurf, der geht rein und es ist gut. Und wenn du den daneben machst, dann weiß nicht, hast du wenigstens die Verantwortung übernommen. Also so eine Situation sind, die bilden natürlich auch so ein Team und ich glaube, die machen uns stark, gerade so eine Overtime-Spiele auswärts, aber auch jetzt, wie viel waren wir unten? 12. Ich glaube 16 sogar. Ja. Alles ganz wichtig, dass wir so eine Spiele gewinnen und irgendwie sowas in uns finden, in unserem Charakter finden, das uns ausmacht, dass wir so eine Spiele auch drehen können, auch wenn wir nicht perfekt gespielt haben, nicht so schön gespielt haben am Anfang. Du magst sowieso auch viele Sachen auf dem Basketballcourt, das leidenschaftliche, das harte Spiel unterm Korb magst du gerne blocken, da bist du ein Großmeister. Mittlerweile magst du auch Freiwürfe. Ja. Ich glaube, das ist mein Lieblingsthema, ob ich sie treffe oder nicht, von allen und von mir. Nein, also wie gesagt, ich bin froh, wie es heute gelaufen ist, auch für das Team und auch für mich, dass ich in meinen Minuten ein bisschen was geben konnte, dass wir, glaube ich, so ein bisschen Energie gewinnen konnten, auch dann aufzuholen und dann in Führung zu gehen. Und ich glaube, jeder hat heute so seinen kleinen Job getan und Kika hat heute einen größeren Job, muss ich auch meinen Hut vorziehen, ganz gutes Spiel gehabt und ja. Aber trotzdem ganz bescheidener Typ, glaube ich, der Elmedin Kikanovic, oder? Auf jeden Fall, super Typ, richtig nett, ja, perfekter Teamplayer. Und bringt der dann den anderen auch schon so ein bisschen Deutsch bei, weil er kann ja ganz gut Deutsch sprechen? Ja, das stimmt, er versteht eigentlich alles. Manchmal fragt er noch so ein paar Vokabeln nach, wie früher in der Schule, was er wissen will. Aber ich glaube, Kresho, der braucht manchmal auch ein bisschen Nachhilfe, der versteht auch sehr viel wegen seiner deutschen Frau. Und dann tun die sich zusammen und lernen ein bisschen. Ja. Und Sascha spricht ja eigentlich auch richtig gut Deutsch, aber traut sich es, glaube ich, immer nicht, oder? Also spricht er auch mit euch dann, mit dir dann Deutsch im Training oder Englisch? Wo du isst gerade, soll ich nochmal überweisen? Okay. Ja, das ist schon eine Mischung aus Englisch und Serbisch, glaube ich. Ja. Aber man versteht es dann. Die Schimpfwörter auf Serbisch verstehe ich nicht, aber das Englisch verstehe ich, ja. Man kann es an den Lippen ablesen. Wahrscheinlich heute ist er auch ganz schön abgegangen irgendwie. So, sind das dann so ähnliche Flüche, die man auch im Training hört? Oder unterscheidet sich dann doch so ein bisschen? Variiert er da? Nee, ich glaube, so gut wie ich Lippen lesen kann bei ihm mittlerweile, waren es glaube ich dieselben. Also, er war auf der Obradovic-Skala heute, wenn man sagt, bei 10 ist er total am Ausrasten. War er wo heute? 7,5. Ja, da geht mehr? Ach ja, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also. Ja.
Schon. Also wir erinnern uns an dieses Taktikbrett, was irgendwie dran glauben musste auch und so. Ihr habt ja jetzt eine besondere Reise vor euch. Bonn war jahrelang sowieso eine besondere Reise. Momentan spielen die saugut, die Bonner, oder? Auf jeden Fall. Es ist auf einem Topspiel. Erster gegen Zweiter. Und ich denke mal, wir müssen da hochkonzentriert sein. Da ist immer schwer zu spielen in der Arena. Aber wir haben eine sehr gute Bilanz dort, auch über die letzten Jahre gesehen. Und wir müssen uns nicht verstecken, auf keinen Fall. Was glaubst du, was in Bonn besonders schwierig wird für euch? Ich glaube, wir stehen so ein bisschen vor ähnlichen Systemen und Spielertypen wie das Spiel hier gerade. Also Situationen, wo gute Werfer aus den Screens rauskommen, viele Flare-Screens. Es wird schwierig, die Leute, die helfen müssen, in die richtigen Positionen zu positionieren, solche Sachen. Und auswärts natürlich immer schwieriger. Wir wünschen euch eine gute Vorbereitung, einen guten Appetit. Geht mal was essen und was trinken, ja? Dankeschön, Jonas Wulfert-Bottermann und Nils Giffey.